Lassen Sie uns Geschäftsmodelle betrachten. Geschäftsmodelle ist ein unglaublich reichhaltiger, breiter, unterschiedlich definierter Begriff. Und das möchte ich konkretisieren, indem wir uns in diesem Video ganz genau das Modell des Business Model Canvas anschauen, was wesentliche Elemente eines Geschäftsmodells darstellt. Aber bevor wir zu diesem Canvas, dieser Leinwand, dieser Darstellung von Geschäftsmodellen kommen, erstmal die allgemeine Frage: Was sind Geschäftsmodelle? Na, ein Geschäftsmodell beschreibt das Grundprinzip, nachdem eine Organisation Werte schafft, vermittelt und sichert. Das ist eine Definition in Anlehnung an Osterwalder und Pigneur, von denen auch der Business Model Canvas kommt. Und wenn wir uns dann anschauen, wie dieses Geschäftsmodell eingebettet ist in wichtige andere Strukturen, dann sehen Sie hier die Vision, die Strategie, das Geschäftsmodell, die Geschäftsprozesse als verschiedene Ebenen dieser Pyramide. Das heißt, Vision und Strategie, die sind größer, die sind weiter oben, die sind weitreichender als das Geschäftsmodell. Wenn die Strategie vielleicht auf einer Planungsebene ist, dann ist das Geschäftsmodell darunter eher auf einer Architekturebene. Aber natürlich hört es nicht nur im Geschäftsmodell auf, sondern unter dem Geschäftsmodell geht es weiter. Zum Beispiel mit den Geschäftsprozessen. Das wäre dann in diesem Wording eher die Implementierungsebene. Und natürlich können Sie sich unter den Geschäftsprozessen viele andere Ebenen denken, mit denen das weitergeht. Wenn Sie die Prozesse haben, brauchen Sie die Aufgabenträger, Menschen oder Maschinen, die in den Prozessen arbeiten. Sie brauchen die Daten, Informationen, die dem zugrunde liegen, die Infrastruktur, in dem das Ganze passiert und so weiter. Aber von daher Geschäftsmodell eingebettet eben hier zwischen Vision, Strategie und Geschäftsprozessen. Und in diesen vier Ebenen, die Sie hier sehen, dieser Pyramide, nach unten hin haben wir einen größeren Detaillierungsgrad, aber umgekehrt auch eine höhere Änderungsgeschwindigkeit oder umgekehrt ausgedrückt, nach oben hin haben Sie die höhere Langlebigkeit dieser Konzepte. Und eine Frage an Sie wäre jetzt: Wann ist es denn sinnvoll, ein Geschäftsmodell zu ändern? Mit Langlebigkeit, sage ich jetzt schon mal, in diesen vier Ebenen, wie Sie sie hier sehen, ist das Geschäftsmodell relativ weit unten. Also eine relativ kurze Langlebigkeit, eine Kurzlebigkeit, eine vergleichsweise häufige Änderung verglichen mit Vision oder Strategie. Aber was sollte denn diese Veränderung triggern? Wann ist es denn sinnvoll, ein Geschäftsmodell zu ändern? Was meinen Sie? Unabhängig von dieser Änderung, über die ich gerne mit Ihnen diskutieren würde, lassen Sie uns ein bisschen überlegen, welche Elemente hat denn ein Geschäftsmodell? Und da haben Osterwalder und Pigneur im Jahr 2010 dieses Modell vorgeschlagen, Business Model Canvas. Also eine Darstellung eines Geschäftsmodells mit neun wichtigen Elementen, die Sie hier sehen. Lassen Sie uns diese Elemente durchgehen. Fangen wir rechts an bei den Kundinnen und Kunden, hier mit Kundensegmenten bezeichnet. Naja, wenn eine Organisation Werte schafft und vermittelt, dann schafft sie und vermittelt die ja für Kundinnen und Kunden. Das heißt, wer die Kundinnen und Kunden sind, was deren Bedürfnisse sind, aber auch deren Zahlungsbereitschaft für den Dienst oder das Produkt ist wichtig. Deswegen stehen hier auf der einen Seite die Kundinnen und Kunden, denen etwas geliefert wird. Und etwas geliefert, das sehen Sie an den beiden Pfeilen, die dahin zeigen, den Kundenbeziehungen und den Kanälen. Das fließt sozusagen in diesem Bild der Wert so ein bisschen von links nach rechts, von Partnern über das Unternehmensinterne hin zu den Kundinnen und Kunden. Aber was für Wert entsteht da jetzt? Was für Wert wird denen geliefert? Na, dafür springe ich in die Mitte des Bildes, zu dem Wertangebot. Das ist das Geschenk, wie es hier bildhaft dargestellt ist, was das Unternehmen den Kundinnen und Kunden anbietet. Es ist ein Wertangebot. Es ist nicht die Wertschöpfung oder so, sondern der Wert entsteht dann erst wirklich bei den Kundinnen und Kunden, wenn die dieses Geschenk auspacken, ihnen gefällt, was da drin ist, sie das nutzen, um in dieser Bildsprache zu bleiben. Aber das Wertangebot ist, das sind die Produkte, die Dienstleistungen, die hybriden Produkt-Dienstleistungsbündel oder ähnliches, was das Unternehmen im Angebot hat. Und was es dann liefert zu den Kundinnen und Kunden, liefert über einerseits Kanäle, zum Beispiel Distributionskanäle, Sie sehen es da dargestellt mit dem LKW, das kann eben die physische Lieferung sein. Das sind aber auch andere Kanäle, über die man in Interaktion ist. Das ist auch eine App, das ist auch eine Webseite, das ist auch ein Callcenter, das ist auch der indirekte Kontakt über irgendwie Plakatwerbung oder Bannerwerbung im Internet oder so weiter. Es sind vielfältige Kanäle, in denen das Unternehmen mit den Kundinnen und Kunden in Kontakt tritt. Und dann sehen Sie auch die Beziehungen zwischen Unternehmen und Kundinnen und Kunden. Da sind wir dann natürlich im Bereich des Customer Relationship Managements. Da geht es dann darum, welche Art der Beziehung und auch wie langlebig ist die Beziehung, hat man denn da? Das ist also das Wertangebot als zentrales Element dieses Bildes und dann auf der rechten Seite die Kundinnen und Kunden. Wenn wir mehr auf die linke Seite schauen, dann sehen wir da die Werterstellung. Da haben wir einerseits die Schlüsselaktivitäten. Man könnte auch von den Kerngeschäftsprozessen, die erforderlich sind, um dieses Wertangebot zu liefern, sprechen. Und wir sehen die Schlüsselressourcen. Das heißt, die
verschiedenen Sachen, die physischen Güter, die Rechte, die Fähigkeiten, die sie haben, auf die sie zugreifen, um in diesen Schlüsselaktivitäten das Wertangebot zu erstellen. Und sie sehen so ein bisschen wie Puzzlestücke verzahnt die Schlüsselpartnerinnen und Partner. Wahrscheinlich kann das Unternehmen in aller Regel nicht alle Aktivitäten selbst ausführen und hat nicht alle Ressourcen selbst, um das Wertangebot zu schaffen, sondern greift dafür auf Partnerinnen und Partner zurück, die eingebunden werden. Und dann die untere Zeile, die Kostenstruktur, die Einnahmequellen, das heißt sozusagen die Finanzen, die dahinter liegen. Die Einnahmequellen sind natürlich Richtung der Kunden orientiert, die Kosten Richtung der Ressourcenaktivitäten Partner, denn da bei den Ressourcenaktivitäten und Partnern entstehen die Kosten und die Einnahmen sind ja dann üblicherweise Umsatz, den sie von Kundinnen und Kunden generieren werden. Es gibt noch viele andere Elemente, die man sagen kann, die zu einem Geschäftsmodell gehören. Was hier zum Beispiel fehlt, ist sowas wie die Finanzierungsstruktur, die manche dann auch betrachten würden. Es fehlen auch genauere Betrachtungen des Wettbewerbs oder so weiter. Solche Sachen würden manche andere Konzeptionalisierung des Begriffs Geschäftsmodell mit reinfassen. Aber Osterwalder und Pnyeur haben eben vorgeschlagen, dass sie gesagt haben, gerade wenn man über Geschäftsmodellinnovation nachdenkt, sind es eigentlich diese neuen Elemente, die man im Wesentlichen betrachten sollte. Und das ist ein Modell, was sich sehr weit durchgesetzt hat. Insbesondere in der Praxis sehr weit durchgesetzt hat, sehr breite Anwendung findet, aber was auch in der Wissenschaft zunehmend genutzt wird. Weil es so schön einfach wesentliche Elemente darstellt. Und ein bisschen die Idee dahinter, das so als Canvas, als Leinwand zu bezeichnen, ist auch, dass man sich das als großes Plakat ausdruckt und dass man da dann mit Post-its oder mit einem dicken Boardmarker oder ähnliches in wenigen Stichworten versucht, das Geschäftsmodell zu beschreiben, ganzheitlich zu beschreiben, weil man eben alle diese wesentlichen Elemente abdeckt, aber auch um nach Möglichkeit auf einer Seite, auf einem Plakat zu beschreiben, sodass es noch überschaubar ist. Wir reden also nicht von einer 80-seitigen Präsentation oder am 200 Seiten Fließtext oder so weiter, in dem das Geschäftsmodell beschrieben ist, sondern erstmal, wenn man diesen Business Model Canvas nutzt, üblicherweise von einer sehr kurzen, sehr aggregierten, ein Stückchen weit auch visuellen Darstellung des Geschäftsmodells, sodass es schnell begreifbar wird, sodass man schnell darüber reden kann, dass man schnell verstehen kann, dass man schnell die Konsistenz der verschiedenen Elemente prüfen kann, Stärken und Schwächen rausfinden kann, es mit Modellen von Wettbewerberinnen und Wettbewerbern vergleichen kann und so weiter. Und das insbesondere im Dialog mit Leuten, die sich nicht den ganzen Tag nur mit Geschäftsmodellen beschäftigen, sondern wenn sie Geschäftsmodelle umsetzen wollen, wenn sie die innovieren wollen, dann brauchen sie vielfältige verschiedene Personen mit verschiedenen fachlichen Hintergründen, verschiedenen Sichten auf das Unternehmen. Und um dann schnell eine einheitliche Kommunikationsbasis zu finden, stellt man Geschäftsmodelle oft auf einer Seite in diesen neuen Elementen dar. Um die nochmal ein bisschen anders strukturiert zu sehen, haben wir das hier nochmal aufgeteilt in diese vier verschiedenen großen Bereiche. Sie sehen den Bereich 1, der die Kundinnen- und Kundensegmente, die Beziehung zu denen und die Kanäle zusammenfasst. Den Bereich 2, sehr eng in der Mitte das Wertangebot. Den Bereich 3, der eher die Werterstellung ist, und den Bereich 4, der eher die Finanzen darstellt. Also geht es um die Strukturierung des Geschäftsmodells anhand von 9 grundlegenden Bausteinen. Und diese beschreiben die Bereiche Kundin, Angebot, Infrastruktur und finanzielle Tätigkeiten. Das Unternehmen und dessen organisationale Strukturen und Prozesse und Systeme werden dadurch strukturiert und beschrieben und Zielkonflikte können identifiziert und Interdependenzen aufgezeigt werden. Wenn Sie beispielsweise ein Segment von Kundinnen und Kunden haben, aber keinen Kanal, um dieses Segment zu erreichen, ja, dann haben Sie offensichtlich ein Problem. Oder wenn Sie eine Schlüsselressource nutzen, dann sind damit üblicherweise Kosten verbunden. Wenn die in ihrer Kostenstruktur nicht auftauchen, dann haben sie vielleicht einen wesentlichen Kostenblock übersehen. Oder wenn sie ein Wertangebot machen, aber das für keine Kundin, keinen Kunden relevant ist, dann ist es auch nicht wirklich ein Wertangebot, da sollten sie es nicht erstellen. Und umgekehrt, wenn sie ein Wertangebot machen, aber keine Aktivität, keine Schlüsselaktivität haben, die darauf einzahlt, dieses Wertangebot auch zu erreichen, zum Beispiel das Produkt herzustellen oder die Dienstleistung anzubieten, ja, da haben Sie auch wieder ein Problem. Das sowas ist das, was mit Interdependenzen und Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Elementen gemeint ist. Sie können aber auch Zielkonflikte sehen, wenn Sie sagen, dass ich für ein Kundensegment eigentlich was anderes brauche als für das andere Kundensegment, andere Beziehungen, andere Kanäle, andere Wertangebote oder so weiter. Dann erhöht das auch wieder die Komplexität und dann führt das wahrscheinlich auch wieder zu höheren Kosten, wenn Sie das ausdifferenzieren nach Produktgruppen. Und so können Sie relativ aggregiert in diesen neuen Elementen über Geschäftsmodelle diskutieren und die vorantreiben. Wenn wir uns anschauen, was sind besondere Eigenschaften dieses Business Model Canvas, das ist ein mittlerweile sehr bekannter, sehr anerkannter, sehr weit verbreiteter Ansatz. Es geht ums Ersetzen, Verbessern und Überholen von festgefahrenen Geschäftsmodellen
und Denkmustern für Geschäftsmodellinnovationen. Sie haben da Themen zum Wettbewerbsumfeld und der Implementierung des Geschäftsmodells, die nicht innerhalb dieser neuen Komponenten enthalten sind. Die sind trotzdem wichtig. Das Wettbewerbsumfeld ist natürlich entscheidend wichtig. Und die Implementierung, wie kriegen Sie das denn jetzt umgesetzt? Wie kriegen Sie das denn über alle? Denken Sie nochmal dran, wie das eben mit der Pyramide war. Darunterliegenden Ebenen, in dieser Pyramide standen nur die Prozesse, aber unter den Prozessen kommen ja noch viele andere Ebenen. Und im Prinzip müssen Sie Geschäftsmodellinnovation durch all die Ebenen nach unten durchtragen. Wie kriegen Sie das denn implementiert? Das sind wahnsinnig wichtige Fragen. Die sind im Business Model Canvas nicht richtig abgedeckt. Dafür ist dieses Tool auch nicht da, sondern es ist eine einfache grafische Darstellung der wichtigsten Komponenten eines Geschäftsmodells, damit man relativ schnell, insbesondere in interdisziplinären Teams, darüber reden kann. Dieses Business Model Canvas hat keinen speziellen Branchenfokus. Das Modell ist generisch ausgerichtet. Das ist einerseits eine Stärke, andererseits auch wieder eine Schwäche. Eine Stärke in dem Sinn von, man kann es weit anwenden. Deswegen ist es eben genauso bekannt, anerkannt und weit verbreitet, weil es in allen Bereichen anwendbar ist und nicht nur genau bei Finanzdienstleistern oder bei Chemieunternehmen oder Ähnlichem. Aber andererseits ist das natürlich auch ein bisschen eine Schwäche, weil es nicht die Eigenheiten von speziellen Branchen, von speziellen Arten von Geschäftsmodellen widerspiegelt. Das heißt, an manchen Stellen ist es dann vielleicht auch sinnvoll, auf entweder speziellere Modelle zu gehen oder zumindest das Business Model Canvas Modell ein Stückchen zu erweitern, ein Stückchen abzuändern. An der Stelle gilt, wie bei vielen Frameworks, dass solche Frameworks oft der Anfang von Diskussionsprozessen sind, selten das Ende. Das heißt, Sie sehen in vielen Unternehmen, dass wenn es um Geschäftsmodellinnovationen geht oder um die Analyse von Geschäftsmodellen von Wettbewerberinnen und Wettbewerbern oder ähnliches, oftmals dieses Modell des Business Model Canvas zu Rate gezogen wird. Aber wenn ein Unternehmen dann wirklich selbst darstellt, wie sein Geschäftsmodell aussieht, dann ist das in den seltensten Fällen am Ende noch in Form des Business Model Canvas, sondern oft in angepassten Modellen, die eben genauer die einzelnen Strukturen und Anforderungen dieses Unternehmens widerspiegeln. Eine Frage an Sie wäre jetzt noch, welche der Komponenten in diesem Modell ist denn besonders wichtig? Ich habe immer wieder darauf abgehoben, es sind 9 verschiedene Komponenten in dem Modell. Sind denn wirklich alle gleich wichtig oder sehen Sie da irgendwie Vorzüge von manchen Sachen oder geringe Bedeutung von anderen? Da würde mich Ihre Meinung zu interessieren. Thank you.